Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 10.3. Ein Neustart. Ihr habt es in dem kleinen Infovideo davor gesehen. Wir mussten neu starten. Dafür hat die Frau jetzt Haare. Aua. Sind wir alle befreundet, bevor hier irgendwelche Missverständnisse entstehen? Nee, mit Jackie noch nicht. Genau. So. Ach, das ist ja komisch. Ja. Du bist Jack befreundet. Ich bin auch mit Jack befreundet, John. So, Junge. Okay. So, ich brauche einen Sticky. Die Gras-Crafting-Zeit haben sie verbessert, ne? Also das geht auf jeden Fall wesentlich schneller. Und auch die Steine, die normalen, glaube ich, gehen ein bisschen zackiger. Wenn man mal was richtig Cooles aus Gras machen will, ist das eine unglaubliche Hilfe. Ja. Ja, aber stellenweise war es wirklich nervig, wenn du ein bisschen TNT machen wolltest, dann brauchtest du ewig, so, um erstmal das Gras wegzumachen. Also, wir ziehen direkt los, weil nicht lang Chunk Kopf in den Nacken, wie wir so schön sagen worden. Ins verbrannte Biom gehen wir nicht. Doch, ich gehe mal ganz kurz ins verbrannte Biom. Warum? Jo, viel Spaß, schön Start noch. Wir wollen doch losrennen. Ja, schön Start auch. Wieder, Moment. Was denn, wo denn? Wo gehen wir denn jetzt hin eigentlich? Ja, wenn sie so wissen wir ja nicht. Irgendwas faucht mich hier an. Was faucht dich an? Ich hört auch. Nee, ist das nicht Serendipity? Keine Ahnung, irgendwas im Wasser. Ich glaube, ich habe schon einen schönen Punkt gefunden für unsere Basis, direkt hier nebenan. Guck mal, hier vorne ist im See ist ein... Oh. Moment. So. Die haben mir schon mit dem Dude was weggehauen. Nein, ich habe den... Jetzt. So, wir haben uns nämlich noch zusammengeflogen. Jetzt habe ich gerade meinen Debug-Modus ausgemacht. Ah, das ist genau. So. Das muss ich nochmal aus. Ich bin nämlich gerade abgehoben, als ich kurz die Leertaste gedrückt habe. Ja, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Nee, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. So, ich nehme direkt mal. Ich nehme nochmal ein bisschen Sand mit, ne? Das ist schon mal eine gute Idee. Wo so Basis. Wollen wir losziehen dann? Wollt ihr nicht auch nochmal ein bisschen Sand mithauen? Weil mit der Axt dauert das. Geil, das ist schön. Wollen wir. Ja, ich hab übrigens schon ein Metallrohr. Oh, perfekt. Was ist das, aus dem Zombie rausgezogen oder was? Ja, aus dem Zombie. Aus dem Zombie. Steckt im Ohr und. Wo hast du denn Sand? Wo baust du denn Sand ab? Dreck mal das Fräulein. Am Sand, also Sand? Am Fluss. Am Strand sozusagen. Direkt am Fluss. Okay, hier vorne ist hier und irgendwo. Ton habe ich auch gefunden. Richtung. Wer sagt jetzt eine Richtung? Sie tracken. Erstmal seinen Pittiplatsch tracken. Ich bin nicht weit von euch weg. Warum? Ich bin neben dir. Wir sind doch hier alle nebeneinander. Hau mal die Zombie tot. Ja. Ich bin ein bisschen abgedriftet. Da kommt einer aus dem Wasser. Ich verteidige dich, Frau. Geh mal weg hier. Ich kann mir die Beine brechen für dich, aber sterben. Ich muss noch ein bisschen üben. Wo ist er hin? Komm, der Zombie macht das ganz schnell. Übrigens, ich meine gelesen zu haben, dass man, wenn man gestunt ist, jetzt Wellness verliert. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Das hast du in deinem Video gesagt. Ja, aber jemand hat mir in den Kommentaren geschrieben, das würde nur eine Chance für bestehen. Wird sich dann zeigen, denke ich mir mal so. Okay. Wie ist das denn jetzt? Eine Krankenschwester, wenn die jetzt einen Beaker hat, ne? Die erste Schwester des Spiels, ne? Das ist cool. Wo ich seit 22 Folgen einen suche. Nee, hat sie nicht gehabt. Da kommt Dicker hinter uns. Nee, das ist Jack. Hallo? Ah, Jack hat sich übrigens umgebaut. Ein bisschen, ja. Raus. Ja, genau. Achso, für meine Zuschauer nochmal. Bewegen. Ich bewegen. Sehe jetzt so aus. Die Charaktere kann man nicht besser anpassen. Mit ich Schnauze. Ich muss die noch ein Stückchen lauter drehen. So besser? Ja. War ein Stückchen vom Mikro weggerutscht. Ich hab's nie wieder bequem gemacht. Nein. Oh mein Gott. Ich das darfst du nicht, dran. Mensch. Arbeit. Ja, ich weiß. Hallo? Serendipity? Ja. Können wir jetzt mal losziehen? Nein. Du sagtest, du hättest schon eine schöne Stelle gefunden, Minias. Ja, und zwar in dem See hinten ist so eine Erhöhung. Ich dich mal. Nein, ich bin da nicht. Ich hab's nur gesehen. Mit deiner Fackel. Nein, ich will meine Fackel aufheben. Übrigens, die Fackeln brennen jetzt ab. Aha. Ja, nach 20 Minuten sollen die weg sein. Denkt ihr an Tee und Baumwolle? Und so? Ja, macht er. Ja, habe ich schon alles fleißig gemacht. Gut, ich zeige euch erstmal die Stelle, wo ich meine, und dann könnt ihr alle sagen, ist doch scheiße, Minias, wir bauen ja, genau. Anders. Machen wir mal. Genau, und dann bauen wir doch da. Komm mal mit, bitte. Ja. Wo bist du denn? Du bist hinter mir, ne? Warst hinter mir. Ein Köter, oh mein Gott. Wo bist du? Ich komme. Ein Hund. Für dich sterbe ich. Ein Hund? Ja. Nein. Komme.
Beweg dich nicht so schnell, sonst treffe ich den nicht. Ich komme. Ja, du, nein. Oh Gott, blutet jemand? Blutet, ich selber blut. Also, ich hab Biohazard. Hinter dir sind zwei Zombies. Lass uns abhauen hier, ich will keine Hunde. Ja, ja. Okay, komm. Lieber weg, ja. Sein Dipti, komm. Oh fuck. Ich muss mich erstmal verbinden. Da hinten ist so ein Ding, vielleicht können wir das irgendwie einbauen in unserer zukünftige Heimat. Da ist so ein genau. Klumpen. Ach, der, aus dem. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Das klumpt schön. Naja, man könnte ja da irgendwas drauf bauen, wo halt nicht sofort jemand reinrennt. Aber das ist mitten im Wasser, oder? Ach, aber die bauen uns das weg, wenn die Zombies. Ja, die Zombies werden uns das wegklopfen. Die graben uns das unterm Arsch weg und dann. Und dann. Ach, du nickst mir unterm Arsch. Was machst du denn da? Der brennt gleich. Oh, hier ist ein Dicker gleich neben uns. Ey, lass doch mal die Zombies jetzt, oder? Ja, die sind ja, da wir laufen weiter. Ausgerüstet hier. Wir laufen weiter. Danke. Wir sind gerade auch mehr auf der Flucht als im Aufbau. Als am Suchen, ja. Also meine. Aber gut, ist es Wellcry schon mal. Nein, wir müssen. Nein, wir können nicht Volais rein. Wir müssen in die Stadt rein. Wir müssen das Buch finden. Und welches Buch? Achso, für die Forge. Nee. Einer muss in die Stadt. Das musst du nicht in der Stadt finden. Das findest du, kannst du doch auch in anderen Bücherregalen, in anderen Häusern finden. Ja. Also müssen wir eine Stadt finden in dem Sinne. Ich würde sagen, wir gucken mal nach, ob wir so eine kleine Stadt finden, weil die sind ja auch viel größer geworden mit Glück. Und okay, wenn du da so eine Stadt mit 40 Blöcken und ein Kino findest, dann musst du dich nicht in der Innenstadt da rumschlagen. Ne, mit dem aber können wir uns nicht erstmal was Kleines bauen? Und bei dir? Damit wir eine Base haben. Ja, wir können natürlich auch, können wir machen, wir können natürlich auch erstmal gucken, ob wir nicht. Zumindest, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und auch Schlafsäcke. Ja, da hat sie recht. Weil das ist ja ganz wichtig. Aber in der Nähe von der Stadt wäre cool. Vielleicht ist hier nebenan ja gleich eine Stadt mit 40 Häusern. Ne? Dann kannst du das natürlich auch. Können wir uns mal sammeln kurz, bitte? Wir sollten eine Straße finden und der mal folgen. Also absolut. Ich bin hier am See. Ich bin an dem See entlang. Ich gehe jetzt zu Serendipity und bitte auf der Stelle bleiben. Wir treffen uns alle am See und dann laufen wir. Sind schon. Doch schnell mit vorbei. Ah, die Glatze ist dahin, das Völker. Ich sehe ihn. Die Glatze. Ja. Ja, Friseur hat halt noch geschlossen. Ja. Und da ist auch nicht mehr viel zu machen. Der muss erst mal wachsen lassen, ja. Ja. Jackie, kommst du zu uns? Ich bin unterwegs, ja. Oh, ich hab aber leider schon Biohazard hier. Ich bin auch Biohazard. Das ist scheiße. Weil er schwebt. Ja. Ich stehe auf dem Stein. Ja, gleich nicht mehr. Oh, ey, jetzt hab ich's gemerkt. Also ich habe überhaupt keine Ausdauer, das ist echt scheiße. Ja, komm mal mit. Ich auch nicht. Komm, wir rennen jetzt mal, können wir auf die Map gucken? Lass uns mal weiter Richtung Norden laufen, also ein bisschen mehr rechts, damit wir von diesem dunklen, von der dunklen. Also einfach mal stumpf nach Norden und gucken, ob wir da eine Straße finden. Ne? Ja. Oder wir teilen Norden, uns auf. Aber dann laufen wir doch East da, ja, alles klar. Ich hab das N gesucht auf meinem Kompass. Kompass. Oh, hier ist eine Schwester, die nehme ich aber mit, wenn es geht. Oh, hier kommen gerade einige. Shit, ich muss weg. Na, das sind mir zu viele Zombies. Ich werde die Schwester nicht looten. Schade eigentlich, die war gerade. Ich hatte gerade eben doch eine leere Schwester. Die ist leer. Ja, ich auch. Die Zombies sind irgendwie alle leer. Wie hast du das eingestellt mit dem Looten? Wie immer. Leere Zombies. Eben genau. Also leere Zombies gedrückt. Scheiße, warum kommen mir denn so viele Zombies entgegen? Seid ihr schon so viel weiter gelaufen? Oder? Nein, ich bin bei dir, ich bin hinter dir. Der hat das so hochgestellt, die Zombies spawnen. Ja, nee, ich wundere es nur, dass sie mir entgegenkommen schon. So. Häufig spawnen die aber hier, erst wie das neben hier dir aussieht. Oder hinter dir. Diese Klippen hier rechts von uns. Ja. Und mehrere nebeneinander. Das wäre natürlich auch cool, wenn man das dann vernetzen würde. Und das können wir ja mal versuchen. Ja, aber eine Stadt wäre erst echt cool, damit wir das Buch finden. Naja, wir müssen sonst ein Haus oder zwei Haus bauen, zwei die Stadt suchen. Weil sonst. Also wenn wir eine Basis haben, würde ich, und wenn wir Schlafsäcke gesetzt haben, würde ich in die Stadt gehen. Ja. Ich glaube, wir haben uns. Ne, Worker, Serendipity ist bei mir.
Ich gucke gerade, irgendwas rennt da hinter mir immer. Ich habe den Ton momentan relativ laut und dann weiß man nie genau, ist das einer von euch oder doch ein Zombie. Ich war hinter dir. Ich bin gestunt. Komm mal. Ich bin tot. Hinter mir sind drei Zombies. Ich sehe dich da gerade nicht, du. Sorry. Geht's dir gut, Frau? Ja. Und hat sie einen Beaker? Ne, ich habe Bandagen. Wie ging nochmal Bandagen? Hier liegt ein totes Schwein. Einfach Stoff in der Mitte. Stoff in die Mitte ziehen. Einfach die Mitte, okay. Ja, cool. Ich habe schon ein bisschen was zu essen für uns, ne? Hast du einen Beaker? Nee, aber ein totes Schwein. Ein totes Schwein ist ein gutes Schwein. Wir warten, lass mal auf die anderen beiden warten. Ich bin bei euch, Schwester. Ja. Okay. Ich bin bei, wer ist das da? Keine Ahnung, wer ist denn das? Wir stehen zu zweit rum. Ja, du bist bei uns, das ist richtig. Jackie fehlt mal. Ja. Ach so. Wo treibst du dich denn rum? Nee, kann leider nicht so schnell, weil meine Stamina gleich alle ist immer. Meine auch, weil ich bin aber euch ich auf dem Fersen. Ich habe unsere Heimat gefunden. Ich bin gebiohazard. Ach, die Steilküste da vorne? Ja, das wäre nett. Alter, Vater, was ein Ding. Guck dir das mal an. Oh, die nehmen wir auch mit den Felsen da vorne. Ja. Ich würde sagen, die nehmen wir, ne, oder? Was ist denn das für ein Fels? Das sieht ja aus da rechts. Oder baut sich das noch auf? Nee, der ist so quadratisch komplett vorne, ne? Der ist so. Ist allerdings am Wasser, ne? Also muss man halt. Ich sehe ihn. Ich finde ihn geil. Das ist die Burg. Den hüllen wir aus in. Nee, die. Ja, gut, doch, das können wir machen. Hinter dir. Oh, geil. Das ist eine Sprungschanze. Achtung! Kein Problem. Jawohl, von hinten. Einfach weggelatscht. Ja, dann gucken wir uns den Felsen mal genauer an. Habt ihr nebenan diesen Nupsi da gesehen, wie die lange Anna da bei Irland? Ah, hier Metall haben wir ja auch schon. Sprengarbeiten. Clay haben wir hier. Guck mal, wir haben ja gleich schon Metall und Clay. Cool. Kommen wir da hoch oder ist das irgendwo abgeflacht? Nee, man kommt hier an einer Seite hoch, ja. An einer Seite kommst du. Oh, das sieht ja geil aus. Komm mal her. Kann ich einen Block haben? Die Scheiße auf diesen Felsen, der Nachbarfelsen, den musst du nehmen, Minias. Boah, wie? Guck dir den an, der ist es Wahnsinn, ne? Oder? Das ist der Hammer. Das sieht aus wie bei Herr der Ringe, ey. Guck dir mal. Ich habe heute erst Hobbit Teil 1 und 2 geguckt. Sekunde, ich muss mal eben Screenshot davon machen. Das sieht ja zu geil aus. So, da muss. Herrlich, ne, oder? Wow. Ein Traum, total cool. Ne? Like da schwimme ich jetzt rüber. Das will ich mir angucken. Das ist ja Hammer. Kannst auch rüberlaufen, ne? Ist dir klar. Nein? Okay. Übers Wasser? Oder was meinst du? Nein, er meinte nur außenrum. Na, hier bauen wir, oder? Das ist doch super. Ja, auf jeden Fall. Wir können hier echt was Gescheites bauen. Super. Guck mal, auf diesen Turm. Da baue ich einen Aussichtsturm draus. Ach du Schande. Das ist richtig hoch. Du musst hier mal drumherum laufen. Guck mal hier. Siehst du den Minias? Guck mal hier. Minias. Washington Monument. Das sind ja zwei von den Dingern. Zwei so komische Zipfel. Das ist ja ein cooles Biom. Da brennt jemand. Ja, ich weiß. Das ist cool. Bauen wir uns da oben drauf oder bauen wir uns rein? Nee, also oben drauf. Oben drauf ist doch super sicher. Nach unten rein. Auf dem hier oder auf dem anderen? Oh, hier, guck mal, was hier für Metall drin ist an der Seite. Jackie, hier links. Ja, ich sehe. Okay. Und der Zugang ist übers Wasser. Das ist richtig cool eigentlich. Da müssen wir gar nichts hochbauen, wir können ja hoch. Hier ist ein flacher Zugang hinten. Sehr geil. Das ist richtig schick. Boah, das ist ja krass. Das ist richtig krass. Das können wir doch verteidigen, oder? Da können wir den hin. Ach, das ist ja richtig breit. Guck dir das mal an. Hier oben hast du richtig Platz. Cool, ich gehe mal an die Kante hier oben, um mir das mal genauer anzusehen. Oh, hallo. Hier ist noch ein Bewohner. Das ist richtig nett, oder? Ja, absolut. Also hier oben sind wir bis auf von der einen Seite sicher. Und von unten können sie uns den Felsen ja gar nicht wegkloppen. Vor allen Dingen können wir hier schön einen Übergang machen. Schöne Verengung. Vorsicht, da kommt ein Dicker drüben. Dicker drüben. Ja, bei Jackie, gegenüber von Jackie. Warum habe ich denn keine Pfeile mehr? Aber da. Schwierig. Oh, ich blute. Fuck. Komm zurück erstmal. Ja, ich habe eine Bandage schnell gemacht. Boah, Inhalt. Wir bauen hier aber nicht direkt an der Kante, oder? Das ist ein bisschen fies. Nochmal ein Halter? Nein. Die kannst du ja mit Woodframes hier fast ausschmücken, weißt du?
Wo ist denn die? Die ist bei uns doch, oder? Ja. Ich besorge uns mal eben einen Hirsch. Ich habe Fleisch in der Tasche. 7 Schweine habe ich in der Tasche. Ja, 7 Schweine. Deshalb soll ich den Hirsch nicht mitnehmen, oder? Doch, doch, so. Doch, natürlich. Was ist denn das hier? Das schwebt ein Vogelnest. Was ist das hoch hier? Also wenn du hier abschmierst. Schließt im Wasser. Eine gerade Fläche für eine Basis festlegen. Dann lass uns doch hier hinten das Ding machen. Wo? Also hier die äußerste Kante irgendwie, das Ding hier. Aber nicht an die Kante ran, oder? Naja, nee, das nicht. Aber wenn wir ein bisschen anheben, haben wir hier einen schmalen Übergang. Was ist denn? Also, naja, da wo wir den Zombie gerade. Oder die Zombies, wo die herkamen gerade. Ach, hier also ist es bauen. Na, so guck mal, ist das so schön. Ach so, hier ist so eine schmale Kante gerade. Coole mal. Stelle ja. Hatten wir jedenfalls noch nie, muss ich Nein. sagen. Und hier willst du bauen, hier oben drauf. Naja, wenn wir das ein bisschen gerade machen. Wo ja. seid ihr denn? Die Landzunge hinten raus. Ach so, da hinten. Aber das ist doch nicht groß. Obwohl. Naja, es ist schon ordentlich Platz. Also wenn wir das hier zentral ausnutzen, dann haben wir nur den Weg da vorne hin, wo sie rüberkommen können. Ich würde aber wahrscheinlich die Erde gar nicht groß hier abtragen. Du kannst ja hier mit Säulen Sachen ausgleichen, so Fußbodenhöhe und so, weißt du? Ja, ja. So, jetzt fehlt uns nur noch Serendipity zu unserem Glück. Ja, Serendipity sammelt noch für eure Schlafsäcke. Ich habe schon für jeden Schlafsack. Ich mache mir auch gerade welche. Brauchst du keinen, ich habe schon. Nö, ich habe ja. Ich bin der Selbstversorger in der Richtung. Ich könnte noch einen zweiten herstellen. Dann brauche ich dir ja keinen herstellen. Nö, brauchst du nicht. So, ich mache mal schnell mal eine Bandage. Habe ich. Wir müssen nur irgendwie den Übergang absichern. Ja. Die können ja maximal von einer Seite kommen sozusagen, aber... Ich hole mal die Bäume um weg. Da war eine Schwester, die gehe ich mal, da gehe ich mal im Rücken runter und guck mal, ob ich die looten kann. Ups. Hat jemand irgendwas wie Kartoffel, blablabla Samen, irgendwas zum Anbauen? Ich hab Blaubeeren. Da schon mal was. Nee, zu essen noch gar nichts gefunden. Irgendjemand müsste jetzt nochmal Stadt suchen und. Würde ich machen, Jack, wenn ich meinen Schlafsack gelegt habe. Hier? Wir sind hier, Schlafsack auf dem Track uns mal. Ja, ich würde sagen, wir teilen uns mal auf, ne? Haben wir ja eher Chancen, was zu finden. Naja, wir brauchen aber hier auch ein Häuschen für die Nacht, oder? Dass wir das hier, das Häuschen erstmal machen? Wenn wir hier zweimal das Häuschen Zombies, und zweimal. Wenn wir hier alle Zombies weggeräumt haben, dann spawnen hier sowieso erstmal 4 Tage keine mehr. Also dann kommst du unter Umständen in der Nacht auch schlimmstenfalls mal ohne Aber die Haus Dings, raus. Die Heatmap, ist das nicht? Wir machen ja hier nichts, was großartig Hitze macht. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch, aber ich seid ihr oben auf dem Felsen. Oben. Ja, ich bin oben auf dem... Ach, da. Nee, das ist der Cry. Also, wenn du das Gebiet hier von Zombies beseitigt hast, dann kommt erst noch erstmal Ruhe. Okay. Mehr, ne? Ja. Okay. Das hat sich ja nicht verändert. Ist hier ein Baum oder was? Wo ist denn? Ich hole jetzt mal Serendipity ab, dieser. Ja, ich höre euch schlagen, aber ich sehe euch nicht. Bleib mal stehen. Du rennst die ganze Zeit uns vorbei. Ja, okay, alles klar. Jetzt bläufst du hier, hinter uns. Hier, hier ist dein Schlafsack. Du bist der Blitz. Aber komm doch mal mit. Der rote Blitz. Ich habe meinen Schlafsack hier oben erstmal abgelegt. Jack? Ja? Sammel mal deinen Schlafsack ein. Ich sehe eine Straße. Ich würde mich sonst auf die Suche nach meinem Haus machen. Mach das. Komm mal mit, Serendipity. Hier, haben wir gedacht. Kann ich erstmal meinen Schlafsack legen? Ja, hier, wo wir bauen wollten. Komm mal her. Und ich mach hier nochmal eben kurz eine Kiste, die packe ich mal neben die Schlafsäcke. Was denn, da liegt ne? doch schon ein Schlafsack. Nein, ja gut, ich pack mal hier hin, wo wir auch bauen wollten, Mann. Was, so. Packst du eine Kiste? Ich packe hier eine Kiste neben die Schlafsäcke, weil ich habe ja jetzt schon wieder halb volle Taschen und das Fleisch will ich loswerden. Absolut, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Stadt suche, wäre es ja blöd, ich habe, das ist ja, wäre doof da. Und hier willst du bauen, ja? Ja, halt, wir müssen ein bisschen begradigen nach hier unten hin mehr. Ja, dann mach mal. Ich hab. Na, warte, ich hab schon. Ich hab schon Holz. Mach mal Klamotten für uns. Okay, dann renne ich mal los. Jo, viel Erfolg. Lass dich nicht erschlagen. Kiste, sind ein bisschen was drin, so ein paar Eier und Fleisch ist auch drin. Sonst. Das ist gut. Wir müssen uns unbedingt um den Ofen kümmern. Okay, die Straße führt einmal ins zerstörte Biom, da werden wir ja nicht hin, und in die andere Richtung, Sag mal, zur Not könnten wir dreckiges Wasser trinken, oder? Mit dem Gefahr... Ach nee, dann... Wenn das Feuer können wir doch machen, oder? Dann geht die Wellness runter. Aber dann verreckt man doch, oder?
relativ schnell. Wir können auch Feuer in der Wasser in der Dose abkochen. Feuer in der Dose? Ja, wir haben aber nichts zum Abkochen. Ach doch, im Feuer machen wir das ja. Stimmt. Mit dem Sticky, ja, brauchen wir nur. Ach ja, eine Dose haben wir ja, richtig. Also trinken. Ich hab drei, ist ja. Eigentlich gesichert. Du hast drei. Dosen. Gut, dann mache ich jetzt ein Campfire. Warte, denn wo hältst du denn die Hütte hin? Denn? Ach, mach ich einfach hier, ne? Fang mal an. Also einfach. Ich crafte dabei ein Campfire. Ich muss jetzt auch mein Wasser gerade mal. Gut, jetzt in die andere Richtung, das oder? Eine, was ich habe. Irgendwas so hast du in deinem Infovideo. Ja, ja. Irgendwas hast du in deinem Infovideo doch gesagt, Valkyrie, dass sich irgendwie, wenn du ein Frame setzt, das Gelände absenkt. So habe ich es gelesen. Ich weiß nicht genau, wie das. Ich habe es noch nicht ausprobieren können. Wie das. Ja, guck mal hier. Was? Passiert? Ja. Also hier ist jetzt. Ah ja, cool. Achso, das gleiche nochmal. Okay, das ist nämlich das Gute, da müssen wir nämlich nichts mehr rausschlagen, so wie wir es vorher gemacht haben. Ja, aber es senkt sich nicht ab. Also nicht dolle, das macht nur. Ja, nur so, dass es halt gerade steht. Ja, genau. Wird das smooth gerade oder wird das so. Ja, so eckig gerade, ja. Eckig gerade. Mhm. Genau so. Oh, super. Ein Sandwich bekommen und. Und geht noch einer? Noch einer? Kann ich hier schon mal aufwerten? Hier nicht, nee. Ja. Okay. Ja. Dann werde ich auch schon. Dann helfe ich mal beim Aufwerten. Warum kann ich nicht aufwerten? Achso, weil das Holz noch. Nee, ich hab doch Holz in der Tasche. Ich bin überlegen, ob ich hier jetzt Hirsche anfange zu schießen, aber. Wenn ich eine Stadt suche. Ich locke ja jetzt vieles an, ne, wenn ich das Fleisch da habe. Dann lass es doch. Nein. Okay, hol erstmal, das Buch ist wichtiger. Das musst du erstmal, das findest du ja auch nicht gleich in der ersten Kiste, im ersten Bücherregal, ne, das Buch. Du kriegst das hin. Du findest Zombies in Regalen, also findest du auch Bücher in Regalen. Vielleicht finde ich einen Zombie, der das Buch hält. Das wäre natürlich eine genau, schöne hier, Sache. Ihr Buch. Genau. Überschreiten Sie nicht die Leihgebühr. Eine untote Bibliothekarin oder so. Ja, genau. Das war aber letztens bei Walking Dead. Nicht spoilern, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen. Wir kennen doch alle Folgen, also. Nein, spoilern für Valkyrie zum Beispiel oder jemand anders, der jetzt zuhört. Also, der die Folge sieht, meine ich. Oh ja. Obwohl, das müsste mittlerweile fast jeder. Nee, okay nicht. Soll ich dir mal helfen? Siehst du, ja. Du mir helfen. Ja, beim Aushöhlen, dass ich wir. Ich wollte nur jetzt hier nur den und dann. Ja, dass wir hier den Kreis hinkriegen. Geh halt schon ab. Krieg den jetzt, wenn ich jetzt hier mal oben einsetze? Kann ich aber nicht da drunter einsetzen. Nee. Kann ich hier schon mal ausfüllen? Ja. Also alle, die gesetzt sind, sollten eigentlich. Ja, ich hier setzen kann. Ah ja. Super. Eine Dreierkreuzung. Tja, ja, links, rechts, Schleudersitz. Was machen, ne? Ja, was tun? Was tun? Aussehen. Okay, cool. Holz. Ja. Ich mach hier noch ein paar weiter. Frames. Ich geh mal so, dass. Nein! Komm her! Oh, hat deine Halt gehalten. Oh Mann. Was denn? Hund? Nee, nein, ich bin wieder durch den Boden gebackt. Man soll ja nicht da schlagen, wo man steht und solche Dinge, weißt du? Alter Falter. Nee, da laufe ich nicht lang. Hier sind auch nochmal coole Steilküsten, aber keine ist besser als die, die wieder ich haben. Ich wollte gerade sagen. Ist ja richtig geil. Nee, da wird jetzt auch deshalb nicht gewechselt. Da geht es ja nur noch darum, ob man den Porsche in Blau oder in Grün. Ja, sehr geil. Ich muss irgendwas essen hier. Also, aber bei so einer Dreierkreuzung kannst du dich ja nicht entscheiden, ne, in welche Richtung du jetzt willst. Das ist so schwierig. Qual der Wahl. Also in diesem Fall hat sich der Neustart ja doch mal gelohnt. Den Steinkreis gebaut? Das Feuer meinst du? Ja. Oder Stonehenge? Ich hab einen, nee, ist fertig, ja, ich hab hier. Sag, was ist mit dir los? War das, wir sind ja Selbstversorger, ne? Ein blödes Stück. Bam, ja. Der Valkyrie eben gesagt. Das war ein Nierenhaken. Ja. So. Oh, aua, was ist denn das hier? Irgendwas stimmt in den Ecken nicht, man. Jackie, hast du noch Frames? Kannst du mal bitte probieren, dass man das setzen kann? Nee, sind alle. Ich hol grad Holz, neu. Ich muss nur sehen, dass ich rechtzeitig bei euch zurück bin. Ich muss echt gucken. Gib mir. Naja. Wir brauchen ja noch mehr Holz, deswegen mach mir auf die Holztour. Halt, ne? Und, vielleicht liegt hier auch noch der ein oder andere Zombie rum, der was zu essen bei hat. Also ich habe jetzt mal 7 Stück Schwein am Stock in den. Gut, dann setze ich mal ein Schwein daneben. Am Stock. Genau. Ja, Schwein und am Stock. Mach Wasser. Ist mir das liebste ja. Schwein.
am Stock. So, mal gucken. Ich glaube, also bisher sehe ich noch nichts. Ich glaube, mal gucken. Das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wo ist Valkyrie? Ich sehe den ja auch nicht. Vielleicht nicht. Ich bin auch weit weg. Vielleicht nächste Folge mal schauen. Wie geht das mit der Dose und dem Stick? Ach, siehst du nächste Folge, meinst du jetzt? Ja, ja. Hast du echt? Oh, stimmt. Wegen nächster Folge jetzt auch? Okay, Empty Can. Ja, ich würde auch sagen, wir sind am Ende einer Folge. Wir haben einen Platz gefunden, der wirklich fulminant aussieht. Also das ist mal eine Aussicht und in alle Richtungen irgendwie ganz schick. Ich freue mich auf die neue, auf den Neustart hier in dieser Staffel 5. Beziehungsweise bei einem oder anderen. Wo bist du hin? Ich bin von der Klippe gesprungen. Okay. Zendipity bringt sich um. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von 7 Days to Die und das schon am Donnerstag. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Wir sehen uns Donnerstag. Ich freue mich total, weil es total schön ist. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.